Heute in der Sendung: Häftlingsausbruch in Tegel. Top-Modefotografen in Berlin. Und Brigitte Mira wird 75. Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus der Strafvollzugsanstalt Tegel gelang heute Morgen einem Häftling die Flucht über die Anstaltsmauer. Ein zweiter Ausbrecher wurde angeschossen und konnte noch innerhalb der Mauern festgenommen werden. Der Flüchtling, ein 28-jähriger Deutscher, war 1988 wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Sein Komplize, ein 29-jähriger Israeli, hatte im vergangenen Jahr wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes 7 Jahre Haft erhalten. Spektakuläre Ausbrüche solcher Art haben Berlins größte Haftanstalt im Verlauf der Jahre zu einem recht traurigen Ruf verholfen, weil in mehreren Fällen handgerechtes Ausbruchswerkzeug einfach so herumlag. Herr Schmidt-Ficht, Sie sind ja stellvertretender Anstaltsleiter. Dürfen wir für die Abendschau ein paar Aufnahmen vom Ort des Geschehens machen? Ich bitte um Verständnis, weil wir selbst noch in den internen Ermittlungen sind, dass Sie vom Ort des eigentlichen Geschehens derzeit noch keine Aufnahmen machen können. Aufnahmen also nur von außen. Hinter diesem Turm liegt die Anstaltsgärtnerei. Kurz vor 8 Uhr heute Morgen griffen sich die beiden Ausbrecher eine Steckleiter, überwanden erst einen Metallzaun und konnten dann die Leiter an die 6 Meter hohe Außenmauer legen. Erst jetzt wurde die Wachmannschaft in den Türmen aufmerksam. Angeblich haben die Häftlinge einen toten Winkel genutzt, den die Bediensteten nicht einsehen konnten. Der Deutsche sprang in die Freiheit, der Israeli wurde mit einem Steckschuss am Arm erwischt, nachdem die Beamten zunächst Warnschüsse abgegeben hatten. Der Israeli wurde festgenommen und liegt im Krankenhaus, der Deutsche rannte zur nahegelegenen Bernauer Straße. Dort hielt gerade ein PKW, der Ausbrecher zog die Fahrerin ins Freie, setzte sich selbst ans Steuer und fuhr davon. Liegen denn bei Ihnen die Leitern einfach so rum? Die sind ja getürmt aus dem Gärtnerbereich. Richtig, der Ablauf ist von der Gärtnerei aus gewesen. Man kann aber jetzt nicht den Schluss daraus ziehen, dass Leitern und Ähnliches also in der Anstalt nun unbeaufsichtigt herumliegen, sondern die Leiter, die dort also war, musste benutzt werden für Glaserarbeiten und die Gefangenen sind in einem wohl unbeaufsichtigten Moment in den Besitz der Leiter gekommen und konnten damit also letzten Endes türmen. Aber peinlich ist es schon, ne? Peinlich sicherlich, aber man wird sehen bei den weiteren Recherchen, ob Schwachpunkte irgendwo sind und die werden wir dann abstellen. Und hier ein Foto des flüchtigen Häftlings. Sein Name Andreas Patzer, etwa 1,77 Meter groß und schlank, kurzes braunes Haar, braune Augen. Bei seiner Flucht trug er blaue Jeans, blaues Sweatshirt und Turnschuhe. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Und nun weitere Nachrichten mit Günter Wiatrek. Eine Erfolgsmeldung. Das Mädchen, das sich nicht an seinen Namen erinnern kann, ist identifiziert. Es handelt sich um die 16-jährige Anja Stürmer aus dem Kreis Neubrandenburg. Wie gestern berichtet, war die Jugendliche vor ein paar Tagen auf einer Straße in West-Berlin in hilflosem Zustand gefunden worden. Sie wusste weder, wie sie heißt, noch wo sie zu Hause ist. Nach der Veröffentlichung ihres Fotos in unserer Sendung hat sich jetzt eine Bekannte Anjas bei der Polizei gemeldet. Zu einem schweren Unfall kam es vergangene Nacht auf der Autobahn Berlin-Hirschberg. Ein Lastzug aus dem Bundesgebiet war in Höhe Beelitz-Heilstätten auf die Gegenfahrbahn geraten und auf 2 PKW geprallt. Der LKW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Potsdamer Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Der Verkehr war im Bereich der Unfallstelle in beiden Richtungen für knapp eine Stunde gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus. Salut für Landesschutzpolizeidirektor Gottfried Heinze. Mit dieser ungewöhnlichen Ehrenzeremonie in der McNair-Kaserne in Lichterfelde bedanken sich die amerikanischen Streitkräfte für die über 37-jährige gute Zusammenarbeit. Bobby, wie er liebevoll von den amerikanischen Soldaten genannt wird, arbeitet seit 1974 nicht nur bei offiziellen Anlässen mit der Berlin-Brigade zusammen, sondern engagiert sich auch tatkräftig bei gemeinsamen Sport- und Kulturveranstaltungen. Höhepunkt der kleinen Militärfeier, die Fallschirmspringer, die extra aus Bad Tölz anreisten und der Ehefrau und Tochter des frisch geehrten Polizisten je einen Blumenstrauß überreichten. Der regierende Bürgermeister Momper will sich so bald wie möglich mit dem neuen DDR-Ministerpräsidenten de Maizière treffen. Ein Termin stehe aber noch nicht fest, erklärte Momper heute vor Journalisten. Der Senat sei daran interessiert, sich gut mit der DDR abzustimmen, weil Berlin bei allen Entscheidungen besonders betroffen sei. Die West-SPD verlangt jetzt ein gesamtdeutsches Verkehrskonzept. Das erklärte heute der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dauber Zeuser.
Bei einer Pressekonferenz im Reichstagsgebäude forderte er dabei mehr Gewicht für den Schienenverkehr. Für eine Bestandsaufnahme und umfassende Planung sei gerade jetzt ein idealer Zeitpunkt. Ab morgen gelten neue Richtlinien für die Modernisierung von Altbauten. Besonders gefördert werden jetzt umweltfreundliche und energiesparende Umbauten. Weitere Neuerungen: Die Mieter werden stärker beteiligt als bisher, die Förderungsberechnungen werden vereinfacht, die Baukontrollen werden verschärft. Im Weddinger Kino Alhambra hat der Berliner Film Wedding seit Jahresanfang Hochkonjunktur und füllt die Kasse. Der Hauptdarsteller Harald Kempe füllt leere Autotanks im Film. Du Schwein! Was fährst du? Bleifrei? Gestern wurde die 30.000. Besucherin im Kino begrüßt. Edeltraut Ebert aus dem Wedding gewann eine Jahresfreikarte. Ja? Einen derartigen Erfolg eines in Berlin billig gedrehten Films hat Seltenheitswert. Der Hauptdarsteller Harald Kempe hat jetzt schon eine Rolle im nächsten Tatort sicher. So, jetzt geht's mal besser. Der Film Wedding läuft ab jetzt im Bundesgebiet an. Auch in der Hasenheide gibt's ein Kino und das heißt Sputnik. Fleißige Kinogänger wissen das. In Weißensee in Ostberlin, da gibt's auch ein Kino und das heißt Toni. In beiden fand gestern Abend eine gemeinsame Filmpremiere statt. Der Streifen ist ein Dokumentarfilm mit dem Titel Der VW-Komplex. Der Inhalt macht deutlich, dass die Autofabrikation der Zukunft schon längst begonnen hat. Eigentlich sollte dieser Film weiterhin auf dem Spielplan des Ostberliner Kinos Toni stehen. Aber so weit ist der deutsch-deutsche Kulturaustausch noch nicht. Holger Senft über die Premiere und Problematik. Hier entsteht die Zukunft. Das Design Center von VW in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Bevor ein Fremder einen Blick in die Halle werfen darf, werden die Modelle unter Planen versteckt. Hartmut Bitomski hat 10 Tage im VW-Werk aufwendig gefilmt. Last, dabei blieben ihm kaum Türen verschlossen. Die Besucher im Ostberliner Toni-Kino staunten nicht schlecht, wie nach westlichen Standards Autos gebaut werden. Unterlegt mit poetischen Textpassagen griff der Filmemacher auch in die Archivkiste und führte die ganze Geschichte von VW vor. VW war ein Rüstungsbetrieb. Ein Aufklärungsverband der Waffen-SS. Er ist mit Spezial-Volkswagen ausgerüstet. Eigentlich sollte allabendlich hier so über Film im Toni-Kino gesprochen werden. Doch diese Premiere wurde zur Eintagsfliege. Der Film durfte nicht ins tägliche Programm. Wir haben noch keine rechtlichen Möglichkeiten, diesen Film hier einzusetzen. Wir sind nicht in der Lage, die Verleihgebühren zu zahlen. Und wir sind noch auf Progress ausgerichtet. Progress kauft für alle DDR-Kinos Filme ein, die Kinos spielen sie brav ab und ein Kinokombinatsleiter beäugt alles. Jetzt soll der Kombinatsleiter genauso weitermachen, nur als Chef einer GmbH. Wir gehen davon aus, dass auf der einen Seite es notwendig ist, einfach für die Wirtschaftlichkeit dieser Kinokette, die sich ja erst in Gründung befindet, dass auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit erhaltende Filme relativ zentral terminiert werden. Es muss aber gleichzeitig die Kreativität vieler Mitarbeiter, gerade von spezifischen Filmtheater, erhalten bleiben. Und die müssen selbstverständlich ein Mitspracherecht haben oder eigene Möglichkeit haben, eigene Beziehungen aufzubauen und ihre Programme zu gestalten. Und das werden Sie auch in Zukunft haben. Das heißt also, dass jemand, der sich eine Programmreihe als Kinoleiter ausdenkt, wird die auch in Zukunft durchsetzen können. Solange ich was zu sagen habe, mit Sicherheit, Sie können mich beim Wort nehmen. Und das werden die Theaterleiter bestimmt tun, denn sie befürchten, dass der neue, alte Leiter Entlassungen durchführt und dass es mit der Bevormundung genauso weitergeht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass entgegen dieser Form der GmbH-Gründung eine Struktur entsteht, wo mehrere Filmtheater verbunden werden in Kleinverbünden, um eine, sagen wir mal so, Vielfarbigkeit in der Stadt noch zu erhalten, also um den individuellen Programmgestaltern in den einzelnen Kleinverbünden auch eine Möglichkeit zu geben, sich selber zu profilieren. Das würde natürlich mit dieser GmbH-zentralisierten Form wegfallen. Das ist eigentlich der Grund für unsere Sache, dass wir also mit dieser GmbH-Sache nicht einverstanden sind. Film- und Kinostadt, was nun? Zurzeit haben wir 111 Kinos in ganz Berlin, 90 in West und 21 in Ost. Wenn die 21 Kinoleiter aus dem Osten jetzt auch noch eigene Wege gehen, dann werden sie sicherlich die ersten sein, die von den westlichen Kinoketten ganz einfach geschluckt werden. Angebote, so war zu hören, flattern drüben täglich auf den Tisch. Bleibt zu hoffen, dass in der Kinostadt Berlin die Kirche im Dorf bleibt und zukünftig Ost- und Westpremieren ohne Probleme in ganz Berlin durchgeführt werden. Also im Sputnik in der Hasenheide ist der Film natürlich weiterhin zu sehen. Fast 3 Jahrzehnte stand sie ungenutzt im Niemandsland, die Sakroer Heilandskirche auf der anderen Seite der Havel gegenüber dem kleinen Glienicker Park. Unübersehbar
nagt der Zahn der Zeit an dieser Kirche, die zu den schönsten preußischen Gotteshäusern gehört. Zwar wurde vor einigen Jahren ihr Äußeres restauriert, doch innen sieht's schlimm aus. Zum Heiligabend wurde sie schnell provisorisch eingerichtet, damit nach 28 Jahren zum ersten Mal wieder eine Christvesper abgehalten werden konnte. Nun geht man an die schwierige und teure Aufgabe der Rekonstruktion des historischen Innenraums heran. Mehr dazu von Lutz Bormann. Ludwig Persius, einer der bedeutendsten und originellsten Architekten der Schinkel-Schule, hat die evangelische Sacroer Heilandskirche im Auftrag von König Friedrich Wilhelm IV. Von 1841 bis 1844 für das Dörfchen Sacro errichtet. Seit 1939 gehört der Ort zu Potsdam. Der König wollte, dass die Havelschiffer hier vor Anker gehen, zur Ruhe und Besinnung finden. 1984-85 wurde die Kirche durch eine Stiftung des Tagesspiegels und des Senats von 1 Million Mark außen restauriert. Auf dem Glockenturm installierten die Physiker Bernhard Slaby und Georg Graf von Arco 1897 die erste deutsche Antennenanlage für drahtlose Telegrafie. Wir haben oft von der anderen Seite der Havel auf diese Kirche geblickt. Wie sind Ihre Gedanken und Gefühle heute? Dass diese Kirche mit ihrem Namen Heilandskirche uns in dieser Passionszeit daran erinnert, dass der Herr dieser Kirche Wunden und Nägelmale davongetragen hat. Und diese Male, die trägt auch die Kirche in ihrem Inneren. Viele aus Berlin haben sie inzwischen schon gesehen. Ebenso wie die Gemeinde, die kleine Gemeinde Sacro, die nun vor der schönen Aufgabe steht, diese Kirche zu restaurieren. Aber es ist auch eine große Aufgabe. Mit ihren 40 Gemeindegliedern ist es für die Gemeinde nicht möglich, dies alleine zu schaffen. Nach dem 13. August 1961 und nach dem Mauerbau verfiel die Kirche unter dem SED-Regime mehr und mehr. Die Inneneinrichtung wurde völlig zertrümmert. Die damaligen Machthaber wollten das Gotteshaus verkommen lassen. Künstlerischer Höhepunkt des Innenraums ist die von Karl Begers entworfene Apsismalerei von Adolf Eipel 1845 ausgeführt. Warum engagieren Sie sich gerade für diese Kirche so stark? Diese Kirche ist immer etwas Besonderes gewesen, sowohl für den Osten als auch für den Westen. Vom Westen aus sichtbar, ein Objekt der Sehnsucht und Symbol für die Wiedervereinigung. Eine der schönsten Kirchen Preußens überhaupt bedarf einer alsbaldigen Restaurierung und für diese Restaurierung bitten wir um Ihre Spenden. Etwa 1,5 Millionen Mark werden für die historische Wiederherstellung des Inneren der Sacroer Heilandskirche benötigt. Man plant auch die Wiedereinrichtung einer Fähre. Im Sommer sollen an den Wochenenden regelmäßig Konzerte in der Sacroer Heilandskirche stattfinden. Und nun wieder Nachrichten. In der Stephanuskirche in Weißensee begann heute die Frühjahrstagung der Regionalsynode Ost der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg. Beraten wird bis kommenden Dienstag. Beratungsthemen unter anderem eine neue Konfirmationsordnung und der Haushaltsplan für 1990. Außerdem liegen den Synodalen aus Ost-Berlin und der Mark Brandenburg Berichte der Kirchenleitung und des diakonischen Werkes vor. DDR-Bürger können ab sofort über ihre privaten Konten im Westen frei verfügen. Diese Sperrkonten, die bisher unter der Bezeichnung DM-Konten DDR liefen, werden jetzt als Freikonten weitergeführt. Diese Information kommt aus dem Kontrollausschuss beim Bundesausgleichsamt. Wie es heißt, hat die DDR-Staatsbank zugesichert, dass die Beträge in die DDR transferiert und in vollem Umfang ausgezahlt werden. Nach über 20-jähriger Pause soll es nun im Saalbau in Neukölln wieder hochhergehen. Älteren Bürgern ist der traditionsreiche Veranstaltungsort in der Karl-Marx-Straße sicher noch ein Begriff. In dem 1876 eröffneten Gebäude feierten die Rixdorfer nicht nur jahrzehntelang Bälle, sondern konnten hier auch Theatervorstellungen, Konzerte und sportliche Veranstaltungen besuchen. 1968 wurde das Haus aus bautechnischen Gründen geschlossen und staubte still vor sich hin. Inzwischen hat das Bezirksamt das architektonische Kleinod wiederentdeckt. Seit 1987 wurde es liebevoll rekonstruiert und restauriert und soll nun, wie schon vor über 100 Jahren, zum kulturellen Treffpunkt in Neukölln werden. Am Dienstagabend um 19 Uhr wird der Saalbau mit Offenbachs Melodien feierlich eröffnet. Jetzt ist es sicher. Ein Teil der Ostberliner Handelsorganisation HO wird in eine GmbH umgewandelt, und zwar in der Bereich Waren des täglichen Bedarfs. In einer Abstimmung sprachen sich mehr als 2/3 der 10.000 Beschäftigten für diesen Schritt aus. Damit ist auch der Krach um den Betriebsteil Pankow ausgestanden.
Nach der Umwandlung kann sich der gutgehende Berliner Nordbezirk selbstständig machen. Das regelt der neue Gesellschaftervertrag. Diese Lösung muss noch von der HO-Generaldirektion und vom Magistrat genehmigt werden. Das gilt aber nur noch als Formalität. Finanzsenator Meissner will die Ausbreitung von Import-Exportläden stoppen. Wie er heute erklärte, handelt es sich bei diesen Geschäften um sogenannte offene Zolllager mit erheblichen Preisvorteilen für die Käufer. Die Bitte Meissners an den Bundesfinanzminister, offene Zolllager in Berlin sollten weniger großzügig als bisher genehmigt werden. Stadtgespräch. Das ist in diesen Tagen in Berlin die Einkaufswelle polnischer Staatsbürger. Ganze Busladungen voller Touristen kommen für wenige Stunden angereist, um hier einzukaufen. Die Schlangen vor den Geschäften werden immer länger und immer länger werden auch die Gesichter der Betroffenen. Wie soll es weitergehen? Diese Frage wird heute diskutiert, am Beispiel der Kantstraße. Stadtgespräch, 20.15 Uhr im dritten Programm. Für viele Behinderte ist der Telebusfahrdienst zu einem unverzichtbaren Verkehrsmittel geworden. Leider gibt es davon zu wenig, die Kapazitäten sind erschöpft. Mit der zusätzlichen Nutzung von Taxen wollte der Senat die Kosten für mehr Telebusse umgehen. Doch die erhofften Einsparungen erwiesen sich als Trugschluss. Kostenexplosionen im Sozialbereich haben für den Senat immer einen unangenehmen Beigeschmack. Stein des Anstoßes, die Handhabung der Taxikupons. Jeder Telebusberechtigter erhält neben 50 Freifahrten mit dem Telebus noch 10 Taxikupons vom Senat. Nach der Taxifahrt bezahlt der Kunde den Fahrer bargeldlos mit diesen Gutscheinen. Zwar wurde die Zahl der ausgegebenen Coupons erhöht und deren Gültigkeit auf Ostberlin ausgedehnt, aber die Behinderten protestieren gegen eine Neuregelung des Senats bei der Bestellpraxis von Couponfahrten. Wir sollen also die Taxis nur noch über die Funkzentralen bestellen können. Und dabei treten eben die Probleme auf, dass wir beispielsweise, wenn wir eine Berlin-Taxe, einen VW-Bus, in den wir mit Rollstuhl reinrollen können, ordern wollen, gar nicht über den Funk bekommen, weil es gibt erst so wenig Taxen in dieser Art in Berlin und die sind über den Funk nicht vermittelbar. Deswegen müssen wir fordern wir, dass die Taxen nach wie vor direkt bestellt werden können. Ein zweites Problem in dem Bereich ist, dass es eine Reihe von Behinderten gibt, die Hilfen brauchen, Jacke anziehen, Tür zuschließen und so weiter. Die haben schon seit längerem vielleicht einen Taxifahrer ihres Vertrauens. Und wenn sie jetzt nur noch anonym bestellen können über die Funkzentrale, dann kommt ja irgendjemand. Und das wäre für diese Menschen unzumutbar. Gestern bei einem Gespräch zwischen Betroffenen und dem zuständigen Staatssekretär aus der Sozialverwaltung traten die Gegensätze offen zutage. Unter anderem war von fiktiven Fahrten und unerlaubten Handel mit Coupons die Rede. Der zentrale Punkt ist, dass wir mit den Behinderten verabredet haben, gemeinsam darauf zu achten, dass das knappe verfügbare Geld wirklich eingesetzt wird zum Fahren. Und dass damit auch die Behinderten selber darauf achten, dass wirklich dieses Geld genutzt wird und nicht in Nebenwege geht. Und, was auch ganz wichtig ist, dass nicht zu viel verwaltet wird, sondern stattdessen wirklich gefahren wird. Und die Idee lag eben darin, dies über die Funkzentralen zu machen. Und es hat einigen Sinn, dies auch so weiter zu praktizieren. Da allerdings, wo ein knappes Angebot wie bei den Berlin-Taxen da ist, geht das ins Leere und deshalb ist diese Regelung auch wieder aufgehoben. Das Kuriose, die auf 3 Monate befristete Neuregelung mit ihren erweiterten Nutzungsmöglichkeiten bringt eher mehr Kosten. Und allein der kontrollierte Bestelldienst über Taxifunkzentralen spart weder Geld, noch verhindert er den Couponmissbrauch durch schwarze Schafe. Es gibt nur wenige Künstler, die eine 60 Jahre lange und immer noch anhaltende Karriere auf ihrem Konto verbuchen können, ebenso ihre Beliebtheit. Eine kann das. Freunde und Fans nennen sie gleichermaßen schlicht, aber herzlich Biggie. Heute wird unsere Biggie, wenn ich das voller Verehrung so sagen darf, 75 Jahre jung. Wir gratulieren. Guten Morgen. Nein, das ist ja zauber. Um es vorwegzunehmen, diese Szene war nicht abgesprochen, die Überraschung hoffentlich gelungen. Aber wird sie wirklich 75, feierte sie doch vor 4 Jahren ihren 70. Geburtstag. Und auch laut Biografie, kleine Frau, was nun, ist sie eigentlich ein Jahr jünger. Ja, was denn nun? Also ich glaube 74. Sie glauben es? Ich habe also so oft gelogen, dass ich das alles gar nicht mehr weiß. Ist ja eigentlich auch unwichtig. Traurig ist Terrier Tiffany, der mal wieder allein zu Hause in der Königsallee bleiben muss. Das vielbeschäftigte Frauchen geht auch am Geburtstag zur Probe.
Als junges Mädchen ließ sich die Mira in Gesang und Ballett ausbilden, sei sogar bei den Insulanern. Es ist ja nur eine Rückblende. Ja, hier mit Walter Gross in der Nelson-Revue 1959. Also zuvor hatte sie schon in der komischen Oper gesungen. In den Nachkriegsjahren tingelte und trällerte sie durch Chor- und Konzertsäle. Sie stand meist als die schrullige, komische oder hausbackende Dame auf der Bühne und schon sehr früh vor den Fernsehkameras. Nein, die? Nein. Oder die? Nein, nein, diese hier. Und sie war immer gut beschäftigt. Ich bleibe nicht in einer Kiste stecken. Ich mache halt alles, ne? So, aber das sind die weißen Blutkörperchen, das kenne ich schon. Und unter die gebürtige Hamburgerin, aufgewachsen in Düsseldorf, avancierte schnell zur Berufsberlinerin. Sind ihr Ben oder meins? Sind Sie Arzt oder ich? Soll ich gesund werden oder Sie? Zweifellos ein komisches Talent und sehr vielseitig. Ich habe meine Hände hier drin, ich habe meine Hände dort drin. Doch sie war immer mehr die Ulknudel, nicht die Mutter der Nation wie Inge Meisel, mit der die Mira übrigens oft verwechselt wird. Ich unterschreibe sogar manchmal mit Brigitte Meisel oder umgekehrt mit Inge Mira. Was sie allerdings richtig wurmte, dass sie als Tingeltante abgestempelt wurde. Aus dieser Schublade wollte sie raus. Ich hatte da manchmal ein bisschen das Gefühl, Second Class zu sein. Und mit Rainer kam eigentlich der Moment, wo ich sagte, ach nee, das bist du eigentlich nicht, nicht? Mit Rainer ist Fassbinder gemeint. Für die Rolle der Putzfrau Emmy in seinem Film Angst, Essen, Seele auf bekam sie 1974 das Filmband in Gold. Bei Fassbinder spielte sie auch in Berlin-Alexanderplatz, bei Herzog in dessen Kaspar-Hauser-Film. Letztes Jahr gab es dann den Bundesfilmpreis, nur das Fernsehen zieht noch nicht mit. Auch so ein kleiner Bambi oder so ein Vorhang oder irgend sowas hätte ich sehr gerne. Schließlich machte das Fernsehen sie richtig populär durch die Serie Drei Damen vom Grill. Einschaltquote durchschnittlich 43%. Die dritte Karriere der Mira. Steht sie eigentlich auf Bratwurst und Buletten? Nicht so doll, muss ich ganz offen gestehen. Ich habe auch so ein bisschen mit dem Magen und da bekommt mir das überhaupt nicht. Ihre Mitgrillerin Brigitte Grotum ist zurzeit ihre Regisseurin. Man probt Jedermann, der Ende Mai in der Gedächtniskirche Premiere haben soll. Geburtstagsständchen der Mitspieler heute auf der ersten Probe. Und wieder war Biggie Bass erstaunt. Du bist ganz überrascht, hättest du nicht mehr möglich. Ein Modefotograf, der auf sich hält, fliegt am liebsten auf die Bahamas, wenn es darum geht, hübsche Mädchen und das, was sie anhaben, abzulichten. Diese Schellen, Paris, Rom oder London werden gerade so in Kauf genommen. Jetzt, man höre und staune, ist Berlin als Hintergrundkulisse gefragt. Einer der 10 besten Modefotografen, Rico Puhlmann heißt er, schleppt seit einer Woche die Models durch fast alle Bezirke. Sharno Jobatai erwischte ihn an der Mauer. Right, nice. Slowly, slowly. Irgendwo in Kreuzberg, Lokaltermin. Ein New Yorker Model in Downtown Berlin. Right, okay, der gebürtige Berliner Rico Puhlmann fotografiert hier für die amerikanische Modezeitung Harper's Bazaar. Mit kühl inszenierten Fotos startete er in New York eine Weltkarriere in Sachen Mode. Fast wie im Film, vom Niemand zum Superstar. Was ist denn der Trick, um ein gutes Foto zu machen? Verraten Sie mir nicht irgendeinen, verraten Sie mir den Trick. Wenn ich das wüsste, dann müsste ich nicht so viel Rollenfilm schießen. Jahrelang versuchte er, sein Magazin zu überreden, Fotos aus Berlin zu drucken. Jetzt war es möglich. Berlin mit seinem ganz eigenen Charme ist wieder gefragt. Die Stimmung ist im Foto viel wichtiger geworden wieder. Also wie die Klamotte aussieht, ob der fragt drei Knöpfe, spielt gar keine Rolle. Wenn das Foto eine gute Stimmung hat, eine elegante Stimmung, oder braucht keine elegante zu sein, einfach die Stimmung des Fotos, die ist wichtig. Es ist nicht mehr wichtig, was die Mädchen eigentlich anhaben. Nein. So einfach ist das also, aber in jedem Foto steckt enorm viel Arbeit, vor allen Dingen in den Models. Fotomodel, ein Traumjob? Frage an 2 Covergirls. Patience. Ja. Yeah. Naja, auf jeden Fall braucht man viel Geduld. Zum Warten aufs richtige Licht oder was weiß ich nicht was. Sie beispielsweise wartet seit heute früh. She's been waiting all morning. Yeah. Naja, ich bin nämlich erst auf der Ostseite dran. So, heute sind wir um 5 aufgestanden, damit wir genügend Zeit zum Schminken haben. Also doch kein Traumjob, die Modebranche. Naja, aber wir arbeiten schließlich alle hart für unseren Luxus. Der eine hart, der andere eben noch härter, wie man sieht. Aber für viele wäre sicherlich bei diesem Job das Härteste, nicht nervös zu werden bei diesen Frauen. Ach ja, fotografiert wurde übrigens Herbst-Wintermode von Escada und Angelo Talazzi. I'm coming to reward.
Nun wissen wir, wie das fotografiert wird. Auf die Mode kommt es nicht mehr so sehr an, sondern mehr auf die Mädchen. Morgen, meine Damen und Herren, gibt es natürlich um 19 Uhr wieder ein Abendschau-Extra. Thema DDR-Kommunalwahlen. Am 6. Mai finden sie statt. Und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich reichlich Fragen und darüber wollen wir Sie informieren. Also 19 Uhr, Abendschau-Extra. Für heute sind wir, ja, ich schaue mal auf die Uhr, am Ende unserer Sendung angelangt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und sagen auf Wiedersehen.